grüße euch alle herzlich, grüße auch die, die an den Endgeräten sitzen und wünsche uns Gottes Gnade für diesen Nachmittag. Man hat mir das Thema gestellt, die ewige Hoffnung. Ich finde, Hoffnung ist eine einsame Größe geworden. Ein deutscher Dichter hat mal gesagt, Leben heißt Hoffnungen begraben. Also da bin ich nicht so ganz mit einverstanden. Da gefällt mir der Satz besser, Hoffnung ist das, was es mir möglich macht zu leben, ohne dass es eine Lösung gibt. Es gibt solche, die sagen, hoffen und harren hält manchen zum Narren. Da sage ich lieber, harren und hoffen hält den Himmel offen. Harren und hoffen hält den Himmel offen. Wie kann es sein, dass wir so widersprüchliche Aussagen zum Thema Hoffnung haben? Nun, weil die einen allein aufs Vergängliche setzen und die anderen auf die Ewigkeit, auf den Unvergänglichen, auf den lebendigen Gott. Einer der einflussreichsten deutschen Philosophen und Soziologen des 20. und 21. Jahrhunderts ist gewiss der Herr Habermas. Und er schreibt, angesichts von Schuld, von Einsamkeit, von Leid und von Tod ist die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Zitat Ende. Nun, wenn diese Welt tatsächlich alles ist und der Mensch nur ein biologischer Algorithmus, dann haben wir tatsächlich keine tragfähige Hoffnung. Woher soll uns dann Hilfe kommen? Nun, für uns ist Hoffnung eine Person. Und ich bin immer begeistert, du hast ja heute Morgen über den Kolosserbrief nochmal gesprochen, wie Paulus am Ende des ersten Kapitels sagt, Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir reden von Hoffnung, weil wir diese eine Person kennen, dessen Auferstehung wir heute am Ostersonntag besonders feiern und seiner gedenken. Sie ist also für uns nichts Ungewisses. Sie ist kein frommer Wunsch, sondern sie ist Wirklichkeit in der Person Jesus Christus. Und deshalb reden wir von Hoffnung. Und das ist die Osterbotschaft. Und die wird ja vor allen Dingen in dieser Liedstrophe aus meinem Lieblingslied nochmal so schön deutlich. Der Tod besiegt, das Grab ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr, denn ich bin sein und er ist mein. Mit seinem Blut macht er mich rein. Ihr Lieben, das ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ewige Hoffnung verdanken wir einzig und allein diesem auferstandenen Christus, meinem und ich hoffe, deinem Heiland, dem Einzigen, der uns wirklich Hoffnung geben kann. Aber ich habe gemerkt, es wird mehr denn je in Frage gestellt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und als Deutscher schäme ich mich auch ein wenig. Denn wir sind ja nicht nur das Land der Reformation, wir sind auch die Wiege der Bibelkritik. Und wenn ich an den Theologen Bultmann denke, 1884 bis 1976 gelebt, eine Auferstehung von den Toten als historische Tatsache ist völlig unvorstellbar, schreibt er. Jesus sei nur ins Kerygma, in die Botschaft hinein auferstanden, aber nicht wirklich leibhaftig, es sei keine geschichtliche Tatsache. Und tatsächlich ist es so, es ist im 2022 im Auftrag von IDEA eine Umfrage durchgeführt worden vom INSA Marktforschungsinstitut. Jesus ist leibhaftig auferstanden, das glauben nur 19% der Befragten. Ist das nicht erschreckend? Immerhin 28% der Kirchgänger und 49% der Freikirchler. Aber wenn ich das mal andersrum formulieren soll, jeder zweite Freikirchler glaubt das nicht mehr, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Das muss man daraus diesen Zahlen folgern.
Also es ist schon erschreckend. Und da bin ich ganz bewusst mal auf die Homepage gegangen, der EKD, der Evangelischen Kirche für Deutschland, und da steht Folgendes. Die Auferstehung der Toten gehört zur christlichen Vorstellungswelt. Insbesondere seit der Aufklärung wurde die Auferstehung immer wieder in Frage gestellt. Heutige Theologen gehen mit dieser Frage unterschiedlich um. Und dann wird ein Religionsphilosoph namens Dahlfert zitiert. Ich lese, das Bekenntnis zur Auferstehung Jesu wolle keinen historischen Sachverhalt feststellen. Es sei für die ersten Christinnen und Christen darum gegangen, zwei Erfahrungen miteinander zu verbinden, die Erfahrung des Todes und die Erfahrung des Lebendigsein Jesu. Sie hätten nicht anders gekonnt, als zu folgern, dass Jesus auferstanden war. Zitat Ende von der Homepage der EKD. Von Anfang an will man diese lebendige Hoffnung totschweigen. Als wir 2019 mit dem Mitternachtsruf in Jerusalem waren, hier stehen wir auf dem Ölberg und schauen hinüber zum Tempelberg, da ist mir aufgefallen, dass dort die Auferstehung wesentlich gegenwärtiger ist. Man gibt unglaublich viel Geld auf, um ein Grab zu kaufen, dort oben am Ölberg, wo der Herr Jesus wiederkommt. Da habe ich gedacht, im Volk, im Land Israel ist es tatsächlich mehr gegenwärtig als in unserer westlichen Welt. Wenn ich so das zusammenfasse, dann muss ich sagen, der Tod wird verdrängt und die Auferstehung wird bestritten. Und das merken wir bis hinein in freikirchliche Literatur. Zum Beispiel Professor Thorsten Dietz schreibt in seinem Artikel Theologie der Sünde in dem Heft Akzente für Theologie, die menschliche Sünde wurde als Ursache aller Leiden und des Todes in der gesamten Schöpfung betrachtet. Mit der Genesis-Urgeschichte ist diese Tradition nicht in Übereinstimmung zu bringen. In Genesis 3 ist keine Rede davon, dass der Tod Strafe der Sünde sei. Wer die Texte Schöpfung und Sündenfall nicht symbolisch liest, verfehlt ihren Sinn. Das kann man nachlesen im Buch Sünde, SCM Brockhaus 2016 erschienen auf Seite 105. Also es ist schon erschreckend. Deshalb die Frage heute Nachmittag zunächst mal, was ist der Tod? Nun, die Bibel macht sehr deutlich, dass der Tod die Folge der Sünde ist. Paulus, Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12. Wie durch einen Menschen, sprich Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Ich habe euch mal eine Grafik mitgebracht, um das so ein bisschen zu erklären, weil ich immer wieder feststelle, dass man ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Tod hat. Mancher sagt ja, ja, dann bin ich halt tot, dann bin ich 1,50 unter der Erde, dann ist alles aus und alles vorbei. Tod, ihr Lieben, ist in der Bibel nicht das Aufhören der Existenz, sondern Tod bedeutet immer Trennung und Leben bedeutet Kontakt, Gemeinschaft. Geschaffen sind wir als Menschen ohne Tod. Und dann kam der Sündenfall und Gott hatte ja gesagt, des Tages, da ihr von der Frucht esst, werdet ihr sterben. Und da merken wir schon, der Mensch lebt noch ganz munter weiter, aber er ist geistlich tot. Adam ist ja einige Jahrhunderte noch alt geworden nach dem Sündenfall. Und hier merken wir schon, Tod bedeutet Trennung. Geistlich tot, das ist die Trennung der Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott. Die Sünde trennt, der Sund, der Schlucht trennt von Gott. Nun wird jeder Mensch durch natürliche Geburt hineingeboren in die Linie des Todes. Und da mag natürlich mancher sagen, ja, was kann ich dafür, dass ich hineingeboren werde in die Linie des Todes und dann garantiert auch den leiblichen Tod erlebe. Und der leibliche Tod, das ist die Trennung der Persönlichkeit, der Geist, Seele vom Körper. Und das meinen wir gemeinhin mit Tod, wenn wir jemanden in die Erde legen, wenn er eben, wie wir sagen, gestorben ist. Aber es ist nichts anderes als die Trennung der Persönlichkeit von dem Körper, von dem vergänglichen Leib. Und dann kennt die Bibel noch einen dritten Tod, das ist der ewige Tod.
Die Bibel redet von Feuersee, von Hölle. Und ihr Lieben, Hölle ist keine unterirdische Fritteuse, in der wir irgendwann mal brutzeln werden, sondern Hölle ist der grausamste Ort, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und in der Hölle wird auf einmal jedem klar, hätte ich mich doch Ostern 2023 für Jesus Christus entschieden. Denn Gott macht keinen Menschen dafür verantwortlich, dass er in die Linie des Todes hineingeboren wurde. Wenn wir die großen Fragen des Lebens stellen, ist der große Trumpf in der Hand Gottes immer das Kreuz von Golgatha. Immer das Kreuz von Golgatha. Und hier hat Gott den Ausweg geschaffen. Und der Mensch steht an dieser Stelle und er muss sich entscheiden, zu Lebzeiten entscheiden, will ich das Liebesangebot Gottes in Jesus Christus, der für meine Schuld, für den Sold der Sünde gestorben ist, für mich persönlich annehmen. Und wenn ein Mensch das annimmt, dann wird er von Neuem geboren, dann bekommt er neues Leben und wird hineingeboren in die Linie des Lebens. Er muss gewiss, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, wie wir alle den leiblichen Tod erleben, die Trennung der Persönlichkeit von Körper, aber er hat ewiges neues Leben, Leben aus Gott. Also Tod zerstört immer Beziehungen und das Leben ermöglicht Beziehungen. Wir dürfen neues Leben aus Gott haben. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten der 700, die hier in der Halle sitzen, das auch für sich bezeugen können. Jawohl, ich habe neues Leben aus Gott. Und dieses neue Leben ist eben nicht nur ein Vertrösten auf den Himmel, sondern ist eine neue Lebensqualität, die wir heute schon leben. Mit einer lebendigen Hoffnung. Neues Leben aus Gott. George Herbert, christlicher Dichter aus dem 17. Jahrhundert, schreibt Folgendes. Früher war der Tod ein Henker, aber das Evangelium macht ihn zu einem Gärtner. Früher konnte der Tod uns zerstören, aber jetzt kann er uns nur noch in Gottes Boden pflanzen, damit wir etwas Außergewöhnliches werden. Ist das nicht schön ausgedrückt? Dieses Angebot haben wir in dem auferstandenen Christus. Das Thema Tod und Auferstehung fasst Petrus schön in Apostelgeschichte 2 zusammen. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Und dann hat Gott ihn aus der Macht des Todes befreit und auferweckt, wie hätte er auch vom Tod festgehalten werden können? Ihr Lieben, das ist die Grundlage für unsere ewige Hoffnung. Ich habe hier mal ein paar Todesanzeigen mitgebracht. Ist ja immer, ich lese übrigens gerne Todesanzeigen. Ich beerdige auch gerne. Ich habe immer gesagt, ich würde am liebsten jeden Steinbacher beerdigen, weil es ist die Chance, das Evangelium zu sagen. Da kommen die Leute und müssen einfach auch zuhören. Denn ich bin ein Mensch gewesen und das heißt ein Kämpfer sein. Oder auf einer anderen Todesanzeige steht, und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle, sie werden uns an dich erinnern. Oder deine Hände, die nie müde und im Leben viel geschafft haben, nun die Ruhe gefunden, weil zu Ende deine Kraft. Und dann habe ich eine ganz andere Todesanzeige von Achim. Achim kam immer in unseren Gebetskreis in der Schule, wo ich viele Jahre Schulelternbeirat war. Er ist mit 47 an Krebs verstorben. Und dann schreiben seine Angehörigen in der Danksagung: Wir als Familie fühlen uns durch eure Gebete und lieben Worte getragen. Und es ist uns ein großer Trost zu wissen, dass Achim an seinem ewigen Ziel angekommen ist. Er darf nun Jesus schauen, dem er sein Leben anvertraut hat. Achims großer Wunsch war es immer, dass noch viele Jesus Christus als ihren persönlichen Retter annehmen. Er wird uns fehlen. Aber Gott wird uns keinen Tag alleine lassen und uns trösten. Ist das nicht eine ganz andere Anzeige? Eine ganz andere Perspektive?
Und ihr Lieben, dass wir diese andere Perspektive haben können, verdanken wir einzig und allein dem auferstandenen Christus. Er ist wirklich auferstanden. Nur als gestorbener Mensch konnte Jesus auferstehen. Und dazu habe ich euch einen Text von Erich Sauer mitgebracht. Christus ist auferstanden. Mit diesem Siegesruf ist das Evangelium durch die Lande gedrungen. Die Botschaft vom Kreuz ist zugleich die Botschaft von der Auferstehung. Und darum besteht ihre Unüberwindbarkeit. An sich wäre eine Rückkehr des Erlösers in den Himmel auch ohne leibliche Auferstehung denkbar gewesen. Aber ohne leibliche Auferstehung wäre Christus im Vollsinn des Wortes überhaupt nicht als Todesüberwinder offenbar geworden. Denn Tod ist doch nicht Aufhören der Existenz, sondern Auflösung der menschlichen Persönlichkeit. Nicht Auslöschung des Daseins, sondern Auseinanderreißung des Zusammenhangs von Geist, Seele und Leib. Überwindung des Todes muss darum in der Wiedereinsetzung dieser Einheit offenbar werden. Jesus ist auferstanden und lebt. Aber ihr Lieben, von Anfang an wurde diese Tatsache in Frage gestellt. Und ich habe das mal den Jerusalem-Skandal genannt. Am nächsten Tag, es war Schabbat, kamen die hohen Priester und Pharisäer bei Pilatus zusammen. Herr, sagten sie, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, als er noch lebte, behauptet hat, nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Gib deshalb bitte den Befehl, dass die Gruft bis zum 3. Tag bewacht wird, sonst könnten seine Jünger kommen und ihn stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Die 2. Verführung wäre dann noch schlimmer als die 1. Ihr sollt eure Wache haben, erwiderte Pilatus. Geht und sichert die Gruft, so gut ihr könnt. So zogen sie los, versiegelten den Stein am Eingang und sicherten das Grab mit der Wache. Die religiöse Elite der damaligen Zeit wusste, dass eine leibliche Auferstehung Jesu noch viel mehr Unruhe in die religiöse Welt bringen würde als irgendetwas anderes zuvor. Und sie wussten, dass er seine Auferstehung vorher angekündigt hatte. Ist ja das Faszinierende, dass der Jesus immer wieder sagt, das können wir mindestens 3-mal in den Evangelien lesen, ich gehe nach Jerusalem, um zu leiden, um zu sterben und am 3. Tage aufzuerstehen. Und weil sie das wussten, dass er das angekündigt oder angedroht hatte, dass er wieder auferstehen würde, bitten sie Pilatus um eine Wache. Und dann lesen wir weiter. Während die Frauen noch auf dem Weg waren, kamen einige Soldaten von der Wache in die Stadt und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Sofort versammelten sie sich mit den Ratsältesten und fassten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und vereinbarten mit ihnen, ihr müsst sagen, seine Jünger kamen in der Nacht, als wir schliefen, und haben den Leichnam gestohlen. Wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir mit ihm reden und ihn beschwichtigen, sodass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten es so, wie man es ihnen erklärt hatte. Auf diese Weise wurde das Gerücht in Umlauf gebracht, das bei den Juden noch heute verbreitet wird. Also dieser Jerusalem-Skandal wird ausgelöst von den Frommen, bis heute der größte Feind des Evangeliums. Ausgelöst von der religiösen Elite und er wirft lange, lange Schatten. Das Gute an dieser Nachricht heißt allerdings, und das möchte ich bewusst betonen, der Tod Jesu und das leere Grab wurde von niemand bestritten. Der Tod Jesu und das leere Grab wurde von niemand bestritten. Und deshalb wollen wir uns heute Nachmittag schwerpunktmäßig einmal mit Hinweisen oder darf ich vielleicht auch sagen Beweisen der Auferstehung beschäftigen. Bleiben wir zunächst mal bei dieser Diebstahltheorie. Wer käme denn dafür überhaupt in Frage? Nun, da sind zunächst die Römer, aber die Römer waren ja froh, dass sich die Unruhen in Jerusalem nach dem Tod Jesu gelegt hat. Deshalb kommen sie dafür einfach nicht in Frage. Dann haben wir die Jünger als 2. Gruppe. Ihr Lieben, die Jünger waren so eingeschüchtert und verängstigt, dass sie sich hinter verschlossenen Türen versteckten. Sie hatten ja nur eine Angst, dass sie auch noch gepackt wurden. Und dann haben wir natürlich da auch noch die Gruppe der Juden.
Aber die Juden hatten ja sogar eine Wache bei Pilatus bestellt, um einen möglichen Diebstahl unter allen Umständen zu verhindern. Also das Gerücht vom Diebstahl ist tatsächlich nur noch so eine Art Notbremse gewesen, die die Juden zogen, als die Fakten schon geschaffen waren. Von daher, wie ist das mit den Beweisen? Wir hörten schon in diesen Tagen, die Tatsache der Auferstehung ist ein historisches Ereignis, was bestens bewiesen ist. Und ich habe euch mal einen Text mitgebracht von einem englischen Lord, Lyndhurst. Er war einer der größten rechtlichen Denker der Geschichte Englands. Er war dreimal Kanzler von England und wurde zum High Steward der Cambridge University gewählt. Und er schreibt: Ich weiß sehr gut, was Beweise sind. Und ich sage Ihnen, solche Beweise, wie sie für die Auferstehung existieren, wurden noch nie widerlegt. Viele, die die Beweise nach juristischen Gesichtspunkten untersucht haben, glauben daran, dass kein vernünftiges Gericht der Welt ein anderes Urteil fällen könnte, als dass diese Geschichte wahr ist. Ein anderer Richter Englands schreibt, die Beweise von Jesus Christus, nämlich die seiner Auferstehung, haben mich, so oft ich versucht habe, die Beweise zu prüfen, dazu geführt, sie als unbestreitbare Tatsache hinzunehmen. Und das wollen wir uns jetzt einmal etwas näher heute Nachmittag anschauen. Ich habe das zunächst mal genannt, der historische Beweis. Ganz nah dran am Ereignis, wenige Jahre nachdem es geschehen war, etwa 54 nach Christus, also circa 22 Jahre später, schreibt Paulus in 1. Korinther 15, einem herrlichen Kapitel zum Thema Auferstehung. Und das darf ich euch vielleicht heute am Ostertag mal als Hausaufgabe geben. Es steckt ja im Lehrerblut drin, dass man Hausaufgaben gibt. Ihr lieben Schüler, Lehrer geben keine Hausaufgaben, um euch zu ärgern, sondern um den Unterrichtsstoff zu vertiefen oder vorzubereiten. Zur Vertiefung lest ihr bitte 1. Korinther 15. Zur Vertiefung dieser Botschaft von heute Nachmittag. Er ist dem Petrus erschienen, dann dem Kreis der Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind. Stellt euch das mal vor. Das ist ein so durchschlagendes Argument. Nur einige sind entschlafen. Und danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Und zuletzt erschien er auch mir, dieser Fehlgeburt. Also Paulus meint damit, dass er eigentlich ja kein Apostel im klassischen Sinne war, als im Sinne eines Augenzeugen, sondern eben eine unzeitige Geburt. Und er hat Jesus ja als den Auferstandenen vor Damaskus erlebt, als der Herr Jesus sich stellvertretend für die Christen, die er verfolgte, in den Weg stellte: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und das meint Paulus damit. Also, wir haben so starke Beweise, und jetzt gucken wir uns mal die Kirchenväter an. Ignatius von Antiochia schreibt, 110 nach Christus, also auch noch relativ nah dran: Vielmehr wünsche ich euch gefestigt im Glauben an die Geburt, das Leiden und die Auferstehung, die geschah, als Pontius Pilatus Landpfleger war. Polycarp, 150 nach Christus: Wer die Auferstehung und das Gericht leugnet, ist ein erstgeborener Satans. Das waren doch deutliche Worte, oder? Stell dir mal vor, das würdest du heute so in die Kirchenwelt hineinrufen: Wer die Auferstehung leugnet, ist ein erstgeborener Satans. Freddy, das wär's doch, oder? Ich sehe gerade, dass er so langsam einnickt. Der ist sehr müde, der arme Kerl. Aber Freddy, das ist eine Botschaft. Erstgeborener Satans. Josephus in jüdische Altertümer. Er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend, wie Gott gesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündigt hatten. Faszinierend. Historisch ist die Auferstehung wirklich bewiesen. Aber schauen wir uns mal weitere Beweise an. Ich habe hier einen prophetischen Beweis, so habe ich das mal genannt, eben auch aus 1. Korinther 15. Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Er wurde begraben
Da muss man nicht den Hinweis bringen, wie es die Schriften gesagt haben, ein Toter wird halt begraben. Und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Also die Auferstehung von Jesus Christus selbst, von vielen Propheten vorhergesagt. Ich denke nur am Psalm 16, Vers 10, meine Seele wird dem Scheol nicht gelassen. Daniel 12, Vers 13, du wirst auferstehen am Ende der Tage. Die Tatsache der Auferstehung ist Inhalt auch der alttestamentlichen Schriften. Und das finde ich einen ganz interessanten Hinweis. Ich nenne ihn mal den logischen Beweis. Chrysostomus schreibt, wäre er nicht auferstanden, so wären sie getäuscht und seinetwegen mit allem Volk verfeindet, der Familie, der Heimat entfremdet worden, hätten sich infolgedessen von ihm losgesagt, nachdem sie von ihm betrogen worden waren. Für mich ist eines der stärksten Hinweise die Verwandlung der Jünger. Ängstlich verkrochen in die Mauselöcher. Verwandlung geschah erst, als sie dem Auferstandenen begegneten. Wie wollt ihr euch erklären, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dass diese Männer unter Todesgefahr das Evangelium vom Auferstandenen verkündigt haben? Es gibt dafür keine andere Erklärung, als dass sie wirklich dem Auferstandenen begegnet sind. Wäre Jesus nicht auferstanden, hätten die Jünger feststellen müssen, der Mann hat uns 3 Jahre lang geleimt. Der hat uns belogen. Er hat doch immer wieder gesagt, ich werde auferstehen. Und nur die Tatsache der Auferstehung ist die Grundlage dafür, dass diese Männer mutig auf die Straße gingen und wahrscheinlich außer Johannes, dem großen Apostel Johannes, sind sie alle eines grausamen Märtyrertodes gestorben, weil sie den auferstandenen Christus verkündigt haben. Deshalb wäre Jesus nicht auferstanden, wäre das Evangelium nicht um diese Welt gelaufen, hätten Männer nicht unter Todesgefahr diese Botschaft weitergegeben. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber pass mal auf, für Mohammed sind doch auch Menschen bereit zu sterben. Ja, stimmt. Aber Mohammed hat nie gesagt, dass er auferstehen würde. Das Grab in Medina kannst du heute noch besuchen. Mohammed ist tot. Jesus lebt. Wäre Jesus nicht auferstanden, hätte er seine Leute betrogen. Nur die Tatsache der Auferstehung erklärt den Mut der Jünger, auf die Straße zu gehen, um vom Auferstandenen zu predigen. Das ist für mich ein herrlicher Beweis, ein so logischer Beweis. Es gibt keine andere Erklärung als die Tatsache der Auferstehung für das mutige Zeugnis der Jünger. Dann haben wir natürlich auch in der Bibel einen lehrmäßigen Beweis. Wir lesen, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos, schreibt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 14. Wir würden als falsche Zeugen für Gott entlarvt, denn wir hätten im Widerspruch zu Gott bezeugt, dass er Christus auferweckt habe, den er aber nicht auferweckt haben kann, wenn Tote überhaupt nicht auferweckt werden. Das ist paulinische Lehre. Ohne Auferstehung würde die gesamte christliche Botschaft wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Also, Paulus argumentiert messerscharf, deshalb nochmal die Hausaufgabe, lest 1. Korinther 15, da findet ihr diese herrlichen Hinweise. Und Paulus kommt ja dann auch auf einen biologischen Beweis. Paulus verweist in diesem berühmten Auferstehungskapitel auf Beobachtungen in der Natur. Und der Herr Jesus sagt das ja selber im Johannesevangelium, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, bleibt es allein. Aber es muss sterben und dann entsteht neues Leben. Paulus schreibt, 1. Korinther 15, 36, wie töricht, was du säst, muss doch erst sterben, damit es lebendig wird. Du säst doch nicht den pflanzlichen Körper, der erst entstehen soll, sondern ein nacktes Weizenkorn oder irgendeinen anderen Samen. Gott gibt ihm dann einen pflanzlichen Körper und jede Samenart erhält so ihre eigene Gestalt. Für Paulus ist die Auferstehung also auch im Hinblick auf die Abläufe in der Natur verständlich. Und dieses Weizenkornprinzip
greift der Jesus in Johannes 12 auf. Ich habe es schon zitiert. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und ihr Lieben, wir gehören zu dieser Frucht des Herrn. Und dann gibt es einen starken Gerechtigkeitsbeweis. Seht einmal, ohne Auferstehung gäbe es keine Gerechtigkeit. Die Auferstehung garantiert eine gerechte Endabrechnung. Genauso sicher wie der Tod ist auch die Tatsache, dass der Mensch einmal vor Gott stehen wird. Es ist schon interessant, es gibt im Grunde keine Kultur auf dieser Welt ohne den Glauben an ein Leben nach dem Tod. Und wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, muss es eine Auferstehung geben. Und wenn es eine Auferstehung gibt, wird einmal jeder Mensch vor Gott stehen. Seht einmal, da heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 9, 27, und es, wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 5, wundert euch darüber nicht, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Ohne Auferstehung gäbe es keine Gerechtigkeit. Paulus greift diesen Gedanken auf, als er auf dem Areopag steht in Athen. Er war umhergegangen und hat gesehen, dass die Athener sehr fromm sind, viele verschiedene Götter anbeten, und dann entdeckt er diesen einen Altar Agnostoteo, dem unbekannten Gott, und daran knüpft er an und zeigt auf, diesen, den ihr den unbekannten Gott nennt, den kenne ich. Und er sagt dann in Apostelgeschichte 17, Vers 30, Gott hat zwar über die Unwissenheit vergangener Zeiten hinweggesehen, doch jetzt fordert er alle Menschen überall auf, ihre Einstellung zu ändern. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und zum Richter hat er einen Mann bestimmt, den er für die ganze Welt dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. In dieser Welt gibt es keine Gerechtigkeit. Wir leben zwar in einem Rechtsstaat, aber wir stellen oder müssen diesen Rechtsstaat manches Mal in Frage stellen. Und ihr Lieben, alles Unrecht dieser Welt wird eines Tages gerichtet werden. Und das gerechte Gericht hat der Vater im Himmel dem übertragen, der 33 Jahre tiefstes, größtes Unrecht in dieser Welt miterlebt hat, seinem Sohn Jesus Christus. Und das garantiert eben eine gerechte Endabrechnung. Übrigens, die Tatsache der Auferstehung zum Leben ist für mich auch die letzte göttliche Antwort auf die rätselhafteste aller Fragen unseres Menschseins, nämlich die Frage nach dem Leid. Auferstehung zum Leben, das ist Gottes Zusage und Verheißung, Gottes Versprechen auf alles Leid und Unrecht, was du vielleicht auch durchleben musst. Also wenn wir das alles mal zusammenfassen, dann haben wir doch eine ganze Reihe Beweise, der historische, der prophetische, der logische, der lehrmäßige, der biologische, der Gerechtigkeitsbeweis. Man fragt sich natürlich, warum glauben die Menschen dann nicht an den auferstandenen Christus, den wir heute hier bezeugen? Kaiser Napoleon soll mal gesagt haben, die Menschen glauben alles, es darf nur nicht in der Bibel stehen. Man glaubt eher irgendwelchen Nachrichtensendungen, irgendwelchen Medien, aber wenn man mit der Bibel kommt. Und ich finde das schon interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so beobachtet hier in der Schweiz. Bei uns gibt es doch sehr viele, die glauben an die Lehre der Reinkarnation.
Also Reinkarnationslehre bedeutet, du kommst in einer anderen Daseinsform nochmal zurück auf diese Welt. Ich habe das mal von Franz Beckenbauer gelesen, der ist vor vielen Jahren, Franz Beckenbauer sagt euch was, ja, unser Fußballkaiser. Also Franz Beckenbauer soll mal gesagt haben, ich war in meinem letzten Leben eine Pflanze. Jetzt ist er ja bekannt als Mann, wobei das ja heute alles nicht mehr so ganz sicher ist. Und dann hat er gesagt, wenn ich wiederkomme, will ich als Frau zurückkommen. Ich habe gesagt, das gibt natürlich den Aufschwung für den Damenfußball in Deutschland. Also wenn Kaiser Franz als Frau zurückkommt. Und ich frage mich, wie hochintelligente Menschen das glauben können. Und wisst ihr, ich finde eigentlich nur eine Antwort, und die haben wir vorhin schon gelesen aus dem Hebräerbrief. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach Gericht. Und keine neue Chance. Aber das ist das Attraktive an dieser Lehre der Reinkarnation, der Wiederverkörperung, dass ich immer wieder eine Chance habe. Und im Hinduismus ist es ja wohl so, dass man so oft wiederkommt, bis man eben alle Sünden abgetragen hat, um dann im Nirvana aufzugehen. Wobei Menschen, die das heute in der westlichen Welt glauben, glaube ich, keine Ahnung haben, dass das ein schrecklicher Schicksalsglaube ist in den Kulturen, wo es traditionell geglaubt wird. Die haben ja Angst, eine Mücke zu töten, das könnte ja ein reinkarnierter Vorfahre sein, um es mal etwas zu karikieren. Also wenn du demnächst eine Mücke tötest, denk dran, das könnte dein Urgroßvater sein. Also es ist ein schrecklicher Schicksalsglaube. Und hier wird das als attraktive Alternative verkauft zum christlichen Glauben. Und das kann ich mir nur so erklären, wir Menschen haben eine begrenzte Zeit. Wir sind auf der Linie des Todes. Und in dieser Zeit zwischen natürlicher Geburt und leiblichem Tod muss der Mensch sich entscheiden. Und ich wünschte sehr, dass heute Nachmittag solche, die noch keine lebendige Beziehung zu dem auferstandenen Christus haben, sagen, jawohl, ich möchte jetzt mit Jesus leben. Ich möchte neues Leben. Ich möchte meine Schuld abladen bei dem, der für meine Schuld bezahlt hat. Das, was Gott von dir erwartet, ist, dass du Buße tust, dass du einsiehst, dass du bisher ohne ihn gelebt hast und dass du dankbar das Geschenk Gottes in Jesus Christus annimmst. Buße und Glauben. Das ist die Lösung. Also die Beweise sind unglaublich stark und dennoch lehnen die Menschen bewusst Jesus Christus ab. Ich wünschte sehr, dass wir auch diese, ich sage, es ist eine Art apologetische Verkündigung, eine Hilfestellung, wie wir auf Argumente gegen biblische Wahrheiten argumentieren. Dass wir von der Bibel her argumentieren und aufzeigen, guck mal, es gibt so viele deutliche Hinweise für die Auferstehung. Wir können das eigentlich gar nicht leugnen. Und deshalb zum Schluss dieser Satz, den ich gerne bei jeder Beerdigung am Grab lese, weil er mit dieser herrlichen Frage endet. Und so sind wir ja eingestiegen ins Thema. Wir haben das vorhin hier auch oft gehört. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und neben Jesus steht die trauernde Schwester des verstorbenen Lazarus, Martha. Und Jesus fragt sie, glaubst du das? Das ist auch die Frage heute Nachmittag. Glaubst du das? Glaubst du das? Ihr Lieben, von daher, ich habe das schon oft hier zitiert, das ist eins meiner wichtigsten Sätze, wenn es um Leben und Tod geht, wo ich auch immer wieder versuche, bei Beerdigungen den Angehörigen deutlich zu machen, was der Unterschied ist zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Jeder Mensch lebt dem Tod entgegen. Aber wir als Christen leben eben nicht dem Tod entgegen, sondern wir sterben dem Leben entgegen. Und das ist unsere lebendige Hoffnung. Wir sterben dem Leben entgegen. Es kann für uns nur besser werden, die wir an Christus glauben. Und ich sage immer, wir sind dem Himmel noch nie so nah wie heute.
Und jetzt sind wir ihm noch ein Stückchen näher und noch ein Stückchen näher. Und bald werden wir bei ihm sein. Und darauf freuen wir uns. Deshalb, wir wollen in dieser Naherwartung leben, ihr Lieben. Freuen uns auf den Himmel, freuen uns auf die Begegnung mit ihm. Und ich wünschte, dass niemand hier bleibt. Was würde jetzt passieren, wenn er jetzt in diesem Augenblick wiederkäme? Wenn ich früher Kinderstunden gehalten habe, dann habe ich das gerne illustriert. Kennt ihr noch einen Overhead-Projektor? Kennt ihr noch? Oder die DDR-Leute sagten immer Polylux. Also das war so ein Gerät, da kam die Lampe von unten und dann strahlte man das hier an. Ja, hattet ihr wahrscheinlich früher auch hier. Und auf einen Overhead-Projektor habe ich lauter Gegenstände gelegt. Und dann bin ich mit einem Magnet darüber gegangen. Und die Teile aus Eisen, die waren aber plapp am Magnet. Plapp am Magnet. Und dann habe ich gesagt, so wird es sein. Das ist die Entrückung. Plapp am Magnet. Bei Jesus sein. Und die Frage ist, wenn der Herr Jesus jetzt wiederkäme, wärst du dabei? Wärst du dabei? Würdest du mit entrückt? Das ist die entscheidende Frage. Das ist die wichtigste Frage, die wir uns Ostern 2023 stellen müssen. Wärst du dabei, wenn der Herr Jesus jetzt wiederkäme? Könntest du sagen, jawohl, ich sterbe dem Leben entgegen? Oder wenn der Herr Jesus vorher kommt, bevor wir sterben müssen, ich bin dabei, wenn Jesus jetzt wiederkommt? Das ist doch das Allerwichtigste, dass wir das festmachen, dass wir wirklich diese Botschaft für uns persönlich annehmen. Und weißt du, dann kannst du mit dem Chicagoer Pfarrer Dwight Moody sagen, er lag im Sterben und dann sagt er, bald werdet ihr in den Zeitungen lesen, Dwight Moody ist tot. Glaubt ihnen kein Wort, ich werde lebendiger sein denn je. Wir stehen auf zum Gebet. Ja, lieber Herr, wir werden lebendiger sein denn je. Wir werden bei dir in der Herrlichkeit sein. Und darauf freuen wir uns. Du bist der auferstandene Christus. Du hast den Tod besiegt. Und du hast durch deinen Tod dem die Macht genommen, der die Macht des Todes hat, dem Teufel, um uns zu befreien aus der Todesfurcht. Und du bist auferstanden. Und wir dürfen neues Leben in dir haben. Dürfen uns mit hineinnehmen lassen durch Neugeburt in die Linie des Lebens und dürfen in dieser Gewissheit leben, dass wir dir eines Tages begegnen in der Herrlichkeit, bei dir sein werden für alle Zeit. Herr Jesus, darauf freuen wir uns. Und deshalb, lieber Herr, haben wir die Bitte, komm bald. Und lieber Herr, bitte schenk aber auch Gnade für unsere vielen Freunde, die noch keine lebendige Beziehung zu dir haben, die diese Gewissheit des ewigen Lebens nicht haben. Ach, schenk doch, dass sie nicht verloren bleiben, sondern sich retten lassen durch dich. Amen.